Sie sind hier, 2. Oktober 2018, Update um 18.22 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Club-Idol Uwe Seeler prophezeit dem HSV eine schwere Saison, Urheberrecht Getty Images Update. Nach dem Stotterstart des Hamburger SV in die Zweitligasaison schlägt Uwe Seeler Alarm. Das Club-Idol übt indirekt Kritik an Coach Christian Titz. Club-Idol Uwe Seeler 81 hat nach 3 Spielen ohne Sieg und Tor Zweifel am direkten Wiederaufstieg des Hamburger SV in das Fußball-Oberhaus. Die Rückkehr in die Bundesliga ist zurzeit sehr fraglich, sagte der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft der Bild. Wenn wir was erreichen wollen, muss sich unser Fußball schnell ändern. Im torlosen Stadtderby gegen den FC St. Pauli war der HSV zuletzt ohne echte Torchance geblieben. Seeler übt Kritik an Aufstellung. Seeler übte auch indirekt Kritik an Trainer Christian Titz. Warum wir Offensivspieler wie Narei oder Lasorga in einem Heimspiel gegen St. Pauli nicht von Beginn einsetzen, will ich nicht verstehen, sagte der frühere Mittelstürmer. So vergraule man, die treuesten Fans, spielt das tolle Stadion leer. Die Hoffnung hat Seeler aber nicht aufgegeben. Noch könne der HSV die Kurve bekommen. Genug Spiele sind es ja noch. Aber so wie das Team zurzeit spielt, geht es nicht in die richtige Richtung, sagte er. Punkt. Seelers Appell, wir müssen aufwachen.